diesen Krieg. David, guck mal. Geh noch den Stahlhammer und den Bogen mit Bombenpfeilen und so. Cool. Und damit willkommen zurück, liebe Leute, zu Zelda. Wir haben jetzt einen Bosskampf vor uns, den wir vor ein paar Parten mal angefangen hatten. Und ich habe mich ausgerüstet. Und wir haben inzwischen Ausrüstung gefunden und probieren diesen jetzt zu machen, ich zu meistern. Schild, den Hammer und das den Bogen. Sollte fürs Erste reißen, definitiv. Dann werden wir das Ganze mal angehen. Hä? Wo ist er? Ach, dann werden wir das Ganze mal angehen. Wo ist er? Der Sohn. Der sieht er deswegen. Nee, da hinten ist er doch. Der ist da. Bosse sind immer da, das weißt du doch. Ich weiß es nicht. Ja, der ist schon da irgendwo. Der kann sich lässt in Luft auflösen. Ja, irgendwo muss er hier sein. Wir werden ihn aufsuchen. Ach da. Nein, auf der Mauer. Da unten. Jetzt kriegen wir dich. Du kannst nicht flüchten. Vor allem nicht, weil du im Boden feststeckst. So. Hm. Ich werde gleich mal gegen ihn einen mächtigen Angriff mit einem Bombenfall starten. Und dann werden wir weitersehen. Weil Feuerpfeil haben wir letztes Mal nicht viel gebracht. Oh, hier ist er. Dann hast ja du einfach mal jetzt den Bombenkampf. Der macht mich ganz schön platt, ne? Guck mal, der hat mich schon gesehen. Jetzt kannst du richtig reden. Oh! Okay. Fuck! Was war das? Ein Game Over und du hast nicht davor gespeichert. Oh, das war gar nicht beabsichtigt. Ich hab den Button gar nicht losgelassen. Hey! Ach Mann! Ich hab den Button nicht losgelassen. Jetzt willst du den. Erst zu sagen, jetzt schaffen wir's, jetzt hab ich genug Ausrüstung. Mann, das wäre doch auch so gewesen. Ha, ich gut, hab meinen Bombenfall wieder. So, jetzt reicht's hier aber mal. Jetzt kriegt er Beef. Beef. Jetzt haben wir Beef. Guck zu mir, du Klappergestell. Fuck it. Bah. Die Sachen richten gegen ihn fast nichts aus. Was mache ich denn? Erzähle mir. What I'm gonna do, what I'm gonna do, what I'm gonna do. Mein Soldatenbogen ist im Arsch. Laut sagen kannst du das. Scheiße! Kann ich hiermit was ausrichten? Ihn anhalten? Nee, kann ich nicht. Okay, wir sind im Arsch. Nein, noch gebe ich nicht auf. Noch gebe ich nicht auf. Ich bin noch nicht besiegt worden. Noch bin ich nicht besiegt worden. Halleluja. Hey. Punch. Warte mal. Das würde ich gerne mal wissen auch. Kann unser Schild das abhalten, was der so drauf hat? Punch. Jetzt frei ins Auge. Nope. Nicht mit mir. Er hängt. So, er ist wieder da. Bist du wieder da? Ja, er ist wieder da. Da. Der böse Mann mag mich nicht. Punch. Die war drin. Punch. So. Die Pfeile haben wir verschossen. Dieser Bossfight wird aufwendig. Das wäre Kindergarten. Kann ein Eispfeil ihn jetzt aufhalten? Die Frage. Bam. Ah, er hat den Eis einfach weggesprengt.
Boss. Aber er verliert Leben. Es bringt nichts, der Eisfall bringt nichts. Wir sind fast alle verschossen. Ach man. What I'm gonna do? Noch, nochmal, nochmal, nochmal Feuerpfeile. Ah. Der hat es! Alter, das ist so geil. Was hast du aus gerade gemacht? Ich bin ausgewichen. Das sah so geil aus wie in so einem Alien-Film. So nice. Und ich werde jetzt mal meine nicht benutzen. Lass den Tücher ab. Ups. Bam! Nein! Ach nein, ich brich den Kampf nochmal ab, ey. Der Boss ist kein Was? Boss. Ja, Junge, ich kann ihn nicht besiegen. Gib dir das hier. Das heiße. Gib dir den Shit einfach. Und wenn er mich umbringt, habe ich meine ganzen Sachen wieder. Punch! Oh shit. Ich wollte ihn noch mit dem Erzhammer. Wir gehen auf einen Eiter versuchen. Und weil die Sachen ja auch zerbrechen, habe ich so gut wie keine Chance. Ich stelle mich besser nicht gegen den. Setz das hin. Okay. Ich bin nur mal so aufgeregt. Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwie. Oh Mann, er ist nicht aufzuhalten. Not in. Kannst du kurz das Video anhalten? Nur kurz, bitte. Okay. So, ich muss mich kurz auf die Toilette. Mach mal Cut. Cut. Cut.
erstaunlich. Es sind bisher nur 3 Stunden vergangen. Und wir haben noch 3 Stunden seit dem Livestream. Ja. Hälfte, Hälfte. Wir packen viel Warte, dass du es in Aufholung. Ich denke mal, eine Woche bekommen wir doch dahin. So, komm, fangen wir an. Machen wir weiter. Ja, wir machen nochmal weiter. Übrigens, du kommentierst, wir haben jetzt so ein hier. Yay! Also, Freitag habe ich 6 Stunden 40 Minuten Switch gespielt. Heute erste Viertelstunde. Alles klar, er hat mich getroffen. Er trifft mich doch immer. Gut. Bossfight geht nicht. Gegner ist zu stark. War nicht als Bossfight vorgesehen. Irgendwann habe ich vermutlich so einen richtig Powerbogen. Mit dem ich dann einfach so Viertel der Leben ziehe. Würde mich freuen. Und weg. Da hätte ich so gedacht, dass ich so nah dran bin. Und dann heben wir uns mal die ganzen guten Items für den echten Boss auf. Ich nehme wieder das Schild. Wieder diesen. Wieder so einen Bogen. Und eine Kühe. Ich habe da was gesehen übrigens. Vorhin, als ich gegen den gekämpft habe, habe ich da was aufblitzen sehen. Okay. Und ich glaube, dass da ein Dungeon ist. So. Man hat Pferd. Was? Ich habe gerade ein Pferd gehört. Okay. Ich glaube. Aber mir fällt auch gerade auf, dass ich auf der Karte. Vielleicht war es auch kein Pferd. Ich habe irgendwas auf der Karte rot eingezogen. Voll rot. Du siehst einfach ein Dungeon unter dem wir sehen. Einfach als Kontrollchen. Weil es mit dem Wächter abgelenkt war. Da ist gerade irgendwas, was das tot machen müsste. Oh, scheiße. Hallo. Alles klar. Hier geht's de facto ab. Ah, der nächste! Du kannst lieber mit einem hinlegen. Und hier kommen die alle. Applaus. Und bei diesem Game Over Banner werden wir den Part des beenden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.